Hey Leute, was geht ab? Ich bin's ElfWarrior und zurück mit einem weiteren Video. Heute mit einem Pickup, den sich viele von euch gewünscht haben. Es ist zwar nur ein kleiner Pickup, aber ich hoffe, er gefällt euch trotzdem und wie ihr den baut. Zeige ich euch jetzt alles, was ihr braucht, in unserer wunderschönen kleinen Truhe drinne. Pausiert einfach kurz das Video und dann kann es auch losgehen. Wie immer beginnen wir mit den Kohlereifen. Die so hinkommen, dazwischen bleiben drei frei und dann kommen wir wieder dran. An die Seiten kommt jemand einen Steinknopf. Ungefähr so. Jetzt brauchen wir zwei Amboss und Stone Brick Slabs. Hier kommt ein Amboss hin, hier ein Amboss. Und dann wird einmal komplett so mit Stone Bricks gefüllt und die linke Seite. Auf die rechte kommt hier ein Hopper hin, der in die Richtung reinguckt und der andere in die. Als nächstes brauchen wir Zyanen Clay, wo wir hier eine 3x3 Fläche machen. Und dann kommt hinten, hier und dort noch einer hin. Darauf kommen dann Blackstained Clay, Blackstained Glass. Und an den Seiten die Scheiben, die dünn. Vorne kommt noch eine Steindruckplatte drauf. Vorne Holzknöpfe und unter die Spiegel auch nochmal ein Holzknopf und hier auch einer. Dann kommt als nächstes hier unten ein Holzschild oder ein Schild nehmen. Oh. Hier ein Schild. Und schon wieder nicht da oben. Hier ein Schild. Und hinten noch ein Schild. So, dann kommt hinten nur noch eine Ladefläche drauf. Hier ist ein Spruce Wood Stairs sind. Und in der Mitte die Spruce Wood Slabs. Da kommen hinten noch drei Holzpfeiltüren dran. Und einen Hebel, der hier hinkommt und ja, runtergelegt wird. Hier hinten kommt noch eine Glasscheibe, ein Glasbock hin und oben 6x ein grauer Teppich. Vorne fehlt jetzt nur die Leiter und dann war es das auch schon für diesen Pickup. Und der Detail Cube, ja, den gibt es zum Download. Ich mache einen Download und wie ihr seht, ich habe jetzt die erste Reihe voll. Also könnten wir jetzt hier alles, keine Ahnung, wir könnten hier den Hot Rod eigentlich spawnen. Hier ist der Hot Rod, ne? Na. Und ja, wird es einen Download-Link geben. Hier könnt ihr dann reingehen. Öffnet sich, hier habt ihr noch Info und Entfernen und Kram, hier könnt ihr so gucken. Und hier sind die ganzen Command-Blöcke so, das ganze Kram drinne. Und hier die ganzen Fahrzeuge. Also gibt auf jeden Fall einen Download-Link jetzt, als Update, und sind wir jetzt schon hier in der zweiten Reihe, ich hätte es nie geglaubt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall eine positive Wertung da und schreibt auf jeden Fall wieder geile Ideen in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal, ciao!